This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute mit der nächsten Lesung, das müsste der 13. Teil inzwischen sein, des Buches Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. Wir befinden uns immer noch im dritten Kapitel, die Katharer, das wir ja letztes Mal angefangen hatten, und werden heute über die angeblichen Ausschweifungen, Bekehrungseifer, Standhaftigkeit bei Verfolgungen, kulturelle Bedenken und so weiter in diesem Buch weiterlesen. Ich gehe noch mal kurz ein kleines Stückchen zurück, wo ich letzte Lesung auch schon gewesen bin, nur um den Draht wieder oder den Faden wieder an der richtigen Stelle aufzunehmen. Fange ich noch mal eben an im vorletzten Satz auf Seite 111. Und dort lesen wir, in den vielen Hunderten von Prozessen und Urteilen, die ich gelesen habe, findet sich keine einzige Anspielung auf etwas derartiges, ausgenommen in einigen gerichtlichen Verhandlungen des Vaters Antonio Cecco in den Alpentälern von Piemont im Jahre 1387. Das kann man dann auch vergleichen mit Aussagen aus für diese Vorstellung von der Synagoga Satana, ein seit der römischen Kaiserzeit bis auf unsere Tage viel verwendetes historisches bewährtes Kampfmittel der Orthodoxie gegen das Geheimnis, mit dem sich im Interesse der Sicherheit die mysteriösen Minoritäten zu umgeben pflegen. So wie wir lesen können in Hansen, Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozesse im Mittelalter aus 1900, aus Seite 226. Ja. In der Regel verloren die Inquisitoren keine Zeit mit dem Suchen nach Dingen, die, wie sie wussten, nicht da waren. Einer ihrer Verfolger erzählt uns etwas als Feststehendes, dass der Ruf ihrer Unkeuschheit ganz unbegründet war, und schildert dann weiterhin, mit welcher Strenge alle Fleischessünden bei ihnen bestraft würden. Wenn ihre monatlichen Zusammenkünfte im Geheimen stattfanden, so geschah dies aus Furcht vor Störungen durch das Volk und nicht, um ihre Leidenschaften zu befriedigen, sondern um ihre Sünden zu beichten und Predigten anzuhören.
Wie der zwischen Anführungszeichen heilige Bernhard sagte, die Anführungszeichen muss ich hier immer zufügen, das wisst ihr, weil ich bin natürlich nicht damit einverstanden, irgendwelche Leute aus dem römischen Katholizismus heilig zu nennen. Ja? Also, wie der zwischen Anführungszeichen heilige Bernhard sagt, Zitat, wenn ihr sie fragt, so kann es nichts Christlicheres geben als diese Heretiker. Was ihre Unterhaltung angeht, so kann nichts weniger tadelnswert sein. Und mit ihren Worten stimmen ihre Taten überein. Was die Sittlichkeit des Ketzers angeht, so betrügt er keinen, bedrückt er keinen, schlägt er keinen. Seine Wangen sind bleich von Fasten, und er ist nicht das Brot des Müßiggangs. Seine Hände arbeiten für seinen Lebensunterhalt. Ende Zitat. Diese letzte Behauptung ist besonders wahr, denn es waren meistens einfache Leute, fleißige Bauern und Handwerker, die ein Gefühl hatten für die Leiden um sich herum und darum jeden Wechsel willkommen hießen. Die Theologen, welche sie bekämpften, machten sich lustig über sie als unwissende Tölpel. In Frankreich waren sie allgemein bekannt unter dem Namen der Weber, Tisserands, weil unter den Webern, deren einförmige Beschäftigung zweifellos reichliche Gelegenheit zum Nachdenken gab, die Ketzerei besonders vorherrschte. Ungebildet und unwissend mochten sie zum größten Teil sein, aber sie hatten geschickte Theologen als Lehrer und eine ausgedehnte Volksliteratur, die leider ganz untergegangen ist, mit Ausnahme einer katharischen Übersetzung ins Romanische und eines kurzen Rituals. Oder einiger kurzer Rituale, weil hier steht Rituale in Mehrzahl, aber eines kurzen Rituale, das passt ja so nicht. Ja, was wir hier gerade gelesen haben, ist eigentlich etwas, worüber wir mal selber nachdenken sollten. Ungebildet und unwissend mochten sie zum größten Teil sein. Aus der Sicht des Gnostizismus, aus der Sicht der, wie wir heute wissen, der gnostischen Lehre, die ja die Jesuiten überall in der Welt verbreiten, die uns in allen Schulen und Universitäten und überall gelehrt wird. Wenn man da nicht lernt, dann ist man ungebildet und unwissend. Aber sie hatten geschickte Theologen als Lehrer und eine ausgedehnte Volksliteratur, die leider ganz untergegangen ist, mit Ausnahme einer katharischen Übersetzung ins Romanische und einiger kurzen Rituale. Und das ist der Punkt, den ich meine. Sie waren dann vielleicht, so wie gesagt, weltlich ungebildet. Ja? Sie hatten einen weltlichen, nicht geradezu besonders beneidenswerten Wissensstand. Aber sie hatten geschickte Theologen als Lehrer und eine ausgedehnte Volksliteratur. Was braucht man denn mehr als Menschen, die einem die Bibel lernen? Ja, wenn wir das heute in unserer Zeit hätten, dann wäre die Welt ein wenig anders. Ja? Dann wäre sie besser und schöner. Und das hatten die Katharer. Ungebildet und unwissend, man muss immer sehen, von welchem Standpunkt aus man das sieht. Die Katharer waren, was das biblische Wissen angeht, wahrscheinlich viel gebildeter als wir. Nun, der Autor fährt fort und sagt, ihre Vertrautheit mit der Schrift wird bezeugt durch die Warnung des Bischofs Lukas von Tui, dass der Christ die Unterhaltung mit ihnen wie einen Sturm fürchten sollte, wenn er nicht tief in dem Gesetz Gottes bewandert sei, so dass er sie mit Beweisgründen besiegen könne. Die strenge Sittlichkeit der Katharer ist nie ausgeartet und 100 Jahre nach dem heiligen Bernhard wird ein ähnliches Zeugnis den Tugenden derjenigen ausgestellt, die in der Mitte des 13. Jahrhunderts in Florenz verfolgt wurden. In der Tat zeigt die Beichtformel, die in ihren Versammlungen zur Anwendung kam, wie streng man über jeden eitlen Gedanken und jedes nachlässige Wort wachte. In einer Fußnote lesen wir hier noch, die Katharer hatten wahrscheinlich schon seit 1178 romanische Übersetzungen des Neuen Testaments. Damals befand sich der Kardinallegat in Toulouse, wo er mit zwei Bischöfen der Katharer disputierte, deren Unwissenheit im Lateinischen ein Gegenstand des Spottes war, während sie in der Schrift sehr bewandert gewesen zu sein schienen. Ja, im Text auf Seite 118 fahren wir fort, 113, Entschuldigung, schlecht gedruckt hier, sieht aus wie 118, nee, Seite 113. Ihr Eifer, also der Katharer, ne,
Proselyten zu machen, war besonders gefürchtet. Keine Arbeit war ihnen zu schwer, keine Gefahr zu groß, um sie abzuschrecken, den Glauben, den sie zum Seelenheile für nötig hielten, weiter auszubreiten. Ihre Missionare durchzogen Europa, um den in Finsternis versunkenen Völkern die frohe Botschaft zu bringen, achtlos gegen Beschwerden und nicht abgeschreckt durch das Schicksal ihrer Mitbrüder, die sie ihren Glaubenseifer auf dem Scheiterhaufen büßen sahen. Ein ganz wichtiger kleiner Abschnitt, den wir hier gerade gelesen haben. Wir müssen das bitte gut verstehen. Die Katharer haben genau wie die Waldenser und Albigenser Missionare durch ganz Europa geschickt, um, und das ist das Schöne, wie es hier geschrieben steht, um den in Finsternis versunkenen Völkern die frohe Botschaft zu bringen. Warum waren die in Finsternis versunken, die anderen Völker? Weil sie das Wort Gottes nicht hatten. Und die Katharer hatten eine romanische, wie wir gerade eben gelesen hatten, seit 1178, eine romanische Übersetzung des Neuen Testaments. Romanisch ist eine andere Schrift als Latein. Ja? Die haben die Originalschriften, die wahrscheinlich aus dem antiochischen Strome kamen, übersetzt ins Romanische, eine Sprache, die man dort unten in Frankreich und Norditalien eben unter diesen Völkern sehr gesprochen hat. Und sie haben dann ihre Schriften mitgenommen unter die anderen Völker, also unter die Franzosen, Italiener, wahrscheinlich aber auch eben die Germanen oder die Deutschen, wie auch immer, und haben diesen Völkern, die in die Finsternis versunken waren, das Evangelium gebracht. Ja? Weil in der Kirche damals gab es das Evangelium nicht. Die Bibel war ein verbotenes Buch. Und wie wir später noch lernen werden, jeder, der mit einer Bibel erwischt wurde, dem seine Bibel wurde verbrannt und er auf dem Scheiterhaufen gleich mit. Die römisch-katholische Kirche hat das Lesen der Bibel niemals befördert. Tut sie auch heute noch nicht. Im Gegenteil. Da gibt es viele, viele Aussagen drüber. Aber da will ich jetzt auch gar nicht zu tief drauf eingehen. Nur mich springt dieser Satz hier direkt an. Ich finde den so wunderbar geschrieben. Ihre Missionare durchzogen Europa, um den in Finsternis versunkenen Völkern die frohe Botschaft, das Evangelium, das Wort Gottes, Jesus Christus zu bringen. Achtlos, also unbeachtet gegen Beschwerden und nicht abgeschreckt durch das Schicksal ihrer Mitbrüder, die sie ihren Glaubenseifer auf dem Scheiterhaufen büßen sahen. Äußerlich bekannten sie sich als Katholiken und waren mustergültig in der Erfahrung ihrer religiösen Pflichten, bis sie das Vertrauen ihrer neuen Nachbarn gewonnen hatten und bei passender Gelegenheit einen Bekehrungsversuch wagen konnten. Am Wege entlang verbreiteten sie Schriften, in denen der Kern ihrer Lehre geschickt niedergelegt war, ohne aufdringlich zu sein. Bisweilen trugen sie auch keine Bedenken, die abergläubischen Vorstellungen der Orthodoxie zu Hilfe zu rufen. So zum Beispiel, indem sie lehrten, solche Schriften würden denen Sündenvergebung bringen, die sie aufmerksam lesen und unter ihren Nachbarn verbreiteten, oder indem sie vorgaben, von Jesus Christus zu kommen und von Engeln geleitet zu werden. Es spricht nicht gerade für die Klugheit der Geistlichen, wenn wir hören, dass viele Priester durch solche Papiere, welche Hirten aufgehoben und ihnen zur Entzifferung überbracht hatten, verführt wurden. Tadelnswerter war die List der Katharer von Monokul, die ein Bildnis der heiligen Jungfrau machten, missgestaltet, hässlich und einäugig, und dann sagten, dass Christus, um seine Demut zu zeigen, eine solche Frau zu seiner Mutter erwählt habe. Dann gingen sie hin und wirkten Wunder mit ihm, indem sie vorgaben, krank gewesen und von ihm geheilt worden zu sein. Allmählich erlangte das Bild ein solches Ansehen, dass es vielfach nachgemacht und in Kirchen oder Bethäusern aufgestellt wurde, bis schließlich die Ketzer zur großen Bestürzung der Gläubigen das Geheimnis verrieten. Denselben Kunstgriff führte man mit einem Kruzifix aus, das nur drei Nägel, keinen Oberarm und die Füße Christi gekreuzt hatte. Die ungewöhnliche Form wurde nachgeahmt und verursachte großes Ärgernis, als der Betrug herauskam. Noch kühner war der Schwindel, der in Lyon versucht wurde und nicht ohne Erfolg war, wie wir später sehen werden. Lyon, das befindet sich dann hier in Spanien. Ja?
Und dann müssen wir noch mal eben kurz auf eine Fußnote eingehen, auf der Seite hier vor, wo ich jetzt gar nicht gesehen hatte, wo das Zeichen der Fußnote ist. Da steht hier nur an der Seite 103 geschrieben. Die Geschichte von dem Sakramente, das aus den Leichnamen von Kindern hergestellt war, eine dieser Gräuelgeschichten, die ja über die Katharer erzählt wurde, die einem unsittlichen Geschlechtsverkehr entstammten, war weit und breit im Umlaufe und wurde mannigfaltig angewandt. Im 11. Jahrhundert erzählt sie Psellos von den Euchiten und auch den nachfolgenden Ketzern, sogar den Templern und den Fratizellen wird sie, wie wir später sehen, nachgesagt. Naja, den Templern würde ich das gar nicht mal absprechen, weil die waren zwischen Anführungszeichen nur Ketzer aus der römisch-katholischen Kirche, wurden von der römisch-katholischen Kirche nur abgeschafft und verboten, weil sie zu mächtig wurden. Ja, das haben die Jesuiten dann recht gesetzt. Die haben sich dann direkt über das Papsttum erhoben. Gut, fahren wir fort. Der Glaubenseifer, welcher diese Auswüchse der Missionstätigkeit hervorbrachte, zeigte sich besonders, wenn der Neophyt in den Kreisen der Vollkommenen zugelassen wurde und nun seine unbeugsame Treue gegen die ihm eingeflößten Lehren bewies. Während die Inquisition sich bitter über die Schwierigkeiten beklagte, ein Geständnis von dem einfachen Kredenz zu erlangen, dessen Bauernschlauheit der geübten Geschicklichkeit des Fragestellens listig auswich, wurde es, wie in dem Fall der Waldenser, allgemein bezeugt, dass der vollkommene Ketzer sich weigere zu lügen oder einen Eid abzulegen. Tja, weil der vollkommene Ketzer eben bibeltreu ist, worin steht, lege nicht falsch Zeugnis ab wider deinen Nächsten und schwöre keinen Eid. Daher warnt ein Mitglied des Heiligen Offiziums, also das ist der Inquisition, seine Mitbrüder, nicht mit der Frage zu beginnen, bist du wirklich ein Katharer? Denn die Antwort werde einfach sein, ja, und dann sei nichts mehr aus ihm herauszubekommen. Wenn dagegen der Vollkommene im Namen des Gottes, an den er glaube, ermahnt werde, über sein Leben ausführlich zu berichten, so werde er es getreulich und ohne Lüge tun. Wenn wir bedenken, dass dieser Freimut unfehlbar zur Qual des Feuertodes führte, so ist es merkwürdig zu beobachten, dass der Inquisitor durchaus kein Bewusstsein von dem nachdrücklichen Zeugnisse zu haben scheint, dass er der übermenschlichen Gewissenhaftigkeit seiner Opfer ausstellt. Es ist für uns nicht leicht anzugeben, was eigentlich an dem Glauben der Katharer die Menschen mit so begeistertem Eifer für das Martyrium erfüllte. Tatsächlich kann aber keine Religion eine größere Liste derjenigen aufweisen, die lieber fest entschlossen und freudig den Tod in seiner furchtbarsten Form suchten, als abtrünnig werden zu wollen. Wenn das Blut der Märtyrer wirklich die Saat der Kirche wäre, dann würde jetzt der Manichäismus die herrschende Religion in Europa sein. Zum Teil mag dies daher kommen, dass nach der Lehre der Katharer ein schmerzvoller Tod der Seele die Rückkehr zu Gott sichert. Aber die menschliche Schwäche lässt nicht immer so regelmäßig den Geist über das Fleisch triumphieren, wie es bei den Katharern der Fall war, deren Durst nach dem Martyrium fast sprichwörtlich wurde. In der ersten uns überlieferten Verfolgung, die um 1017 in Orléans stattfand, blieben von 15 Katharern 13 angesichts des für ihre Vernichtung angezündeten Feuers fest. Sie weigerten sich zu widerrufen, obwohl ihnen Verzeihung in Aussicht gestellt wurde, und setzten durch ihre Standhaftigkeit alle Zuschauer in Verwunderung. Als um 1034, also 17 Jahre später, die Ketzer von Montfort entdeckt wurden und der Erzbischof Heribert von Mailand ihren Führer Girardus vor sich beschied, kam dieser sogleich und setzte freiwillig seinen Glauben auseinander, erfreut darüber, dass er denselben mit Qualen besiegeln konnte. Diejenigen, welche in Köln im Jahre 1163 verbrannt wurden, riefen einen tiefen Eindruck hervor durch die fröhliche Heiterkeit, mit der sie ihre furchtbare Bestrafung erduldeten. Von ihrem Führer Arnold wird sogar erzählt, dass er, halb zu Tode geröstet,
einen freien Arm auf die Häupter seiner in Todesangst schmachtenden Gefährten legte, mit den Worten: Seid standhaft in eurem Glauben, denn heute werdet ihr beim heiligen Laurentius sein. Unter dieser Gruppe von Ketzern befand sich auch ein schönes Mädchen, dessen Unschuld selbst das Mitleid der rohen Henkersknechte erweckte. Sie wurde aus den Flammen gezogen und man versprach ihr, ihr einen Mann zu verschaffen oder sie in ein Kloster zu bringen. Sie willigte scheinbar ein und blieb ruhig, als bis die übrigen tot waren. Dann bat sie ihre Wächter, ihr den Verführer der Seelen zu zeigen. Sie zeigten ihr den Leichnam Arnolds. Da löste sie plötzlich ihre Fesseln, entsprang ihnen und warf sich, ihr Gesicht mit ihren Kleidern bedeckt, auf die Überreste ihres Lehrers, um mit ihm zu verbrennen und zur Hölle zu fahren. Die Ketzer, welche um dieselbe Zeit in Oxford entdeckt wurden, wiesen alle Anerbietungen der Gnade ab mit den Worten Christi: Selig sind die, welche um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelsreich. Und als ihr Urteil, das auf schimpflichen und langsamen Tod lautete, gesprochen war, schritten sie, ihr Führer Gerhard an der Spitze, freudig der Bestrafung entgegen, indem sie sangen: Selig seid ihr, wenn die Menschen euch spähen. In dem Kreuzzuge gegen die Albigenser stellten die frommen Kreuzfahrer bei der Einnahme des Schlosses Minerve ihren Gefangenen die Wahl, entweder zu widerrufen oder verbrannt zu werden. 180 zogen den Scheiterhaufen vor, wozu der das Ereignis erzählende Mönch ruhig bemerkt: Ohne Zweifel gingen alle diese Märtyrer Satans von zeitlichen zu ewigen Flammen über. Ein erfahrener Inquisitor des 14. Jahrhunderts erzählt uns, dass die Katharer gewöhnlich entweder durch die Bemühungen der Inquisition aufrichtig bekehrt wurden oder sonst bereit waren, für ihren Glauben zu sterben, während die Waldenser geschickt eine Bekehrung erheuchelten, um zu entkommen. Dieser unbeugsame Eifer hatte, wie die orthodoxen Schriftsteller versichern, nichts von dem Märtyrertum der Christen an sich, sondern war eine vom Satan eingeflößte Herzenshärtigkeit. Und Kaiser Friedrich II. Erwähnt unter ihren schlechten Eigenschaften auch die Hartnäckigkeit, infolge deren die Überlebenden sich in keiner Weise durch das Beispiel abschrecken ließen, das ihnen die Bestraften gaben. Hier lesen wir in einer Fußnote: Die Geschichte von dem jungen Mädchen in Köln bekommt einen etwas mythischen Charakter dadurch, dass wir sie auch in der Lombardei antreffen. Immerhin bestätigt dieser Umstand die allgemeine Anerkennung, die man der Standhaftigkeit der Ketzer zollte. Vielleicht war es natürlich, fährt der Autor fort, dass diese Manichäer der Teufelsverehrung beschuldigt wurden. Denn Menschen, die in den üblichen orthodoxen Praktiken aufgezogen, sich durch Gebet, Geld oder andere gute Werke alle gewünschten Segnungen erkauften und nichts ohne eine solche Bezahlung erwarteten, konnten sich nicht an nichts anderes denken, als dass die Manichäer, die alles materiell als Werk des Teufels betrachteten, diesen auch um zeitlicher Vorteile willen anriefen. So zum Beispiel konnte der Landmann nicht Gott um eine reiche Ernte bitten, sondern er musste sein Gebet an den Satan richten, da dieser ja das Korn wachsen ließ. Das war ja Material, ja? Allerdings gab es eine Sekte, die unter dem Namen der Luziferianer bekannt ist und von der es hieß, dass sie den Satan verehrten, da sie ihn als den mit Unrecht aus dem Himmel verbannten Bruder Gottes sowie als den Spender der weltlichen Güter betrachteten. Aber diese waren, wie wir sehen werden, ein Zweig der Brüder des freien Geistes, wahrscheinlich die Nachkommen der Ortliber. Im Übrigen ist nicht der geringste Beweis dafür vorhanden, dass die Katharer je in ihrem Unglauben an Christus sich wankten oder in ihren Bestrebungen von der Hoffnung auf eine Vereinigung mit Gott abwichen. Das war der Glaube, dessen rasche Ausbreitung im ganzen südlichen Europa die Kirche mit wohlbegründeten Schrecken erfüllte. Wie sehr wir auch die Mittel verwünschen mögen, die zu seiner Unterdrückung angewandt wurden, und wie sehr wir auch diejenigen bemitleiden, die um des Gewissens willen also litten, so können wir doch nicht umhin zuzugeben,
dass die Sache der Orthodoxie in diesem Falle mit der Sache der Zivilisation und des Fortschritts übereinstimmte. Wäre der Katharismus herrschend geworden oder hätte man ihm auch nur Gleichberechtigung zugestanden, so würde sich sein Einfluss unfehlbar als verhängnisvoll erwiesen haben. Seine Askese in Bezug auf den Geschlechtsverkehr musste, streng durchgeführt, notwendigerweise den Untergang des Menschengeschlechts zur Folge haben. Da es sich aber um einen Widerspruch gegen die Natur handelte, so würde sie wahrscheinlich viel eher einen zügellosen Konkubinat und die Vernichtung der legitimen Ehe veranlasst, als das Menschengeschlecht vertilgt und die verbannten Seelen zu ihrem Schöpfer zurückgeführt haben, wie es dem wahren Katharer als das höchste Glück erschien. Indem sie ferner das sichtbare Universum, wie überhaupt alles Materielle, als ein Werk Satans betrachteten und verwarfen, machten die Katharer alles Streben nach materieller Vervollkommnung zu einer Sünde, und das gewissenhafte Festhalten an einem solchen Glauben hätte die Menschen mit der Zeit zu dem Zustand der ursprünglichen Wildheit zurückführen müssen. So war es also der Katharismus nicht nur eine Auflehnung gegen die Kirche, sondern auch eine Verzichtleistung des Menschen auf die Herrschaft über die Natur. In diesem Sinne wurde er auch von Anfang an gesehen, und wir müssen uns nur wundern, dass er sich so lange und so hartnäckig behaupten konnte. Allerdings mag ja die durch die Verfolgung geweckte Erregung da viel dazu beigetragen haben, um ihn unter den Begeisterten und Unzufriedenen lebendig zu erhalten. Aber wenn er die Oberhand bekommen und seine Reinheit bewahrt hätte, so würde er doch sicherlich durch seine Grundirrtümer haben untergehen müssen. Außerdem aber würde dieser Glaube, wenn er der Herrschende geworden wäre, eine Priesterklasse erzeugt haben, die ebenso privilegiert war wie die katholische. Denn die Verehrung der konsekrierten Diener der Kirche als der irdischen Hülle des Heiligen Geistes zeigt uns, welche Überlegenheit sie gehabt hätten, wenn die Verfolgung aufgehört und die fleischliche Natur sich in den ehrgeizigen, nach den höchsten Stellen strebenden Männern behauptet hätte. Der Boden zur Aufnahme des Katharismus war höchstwahrscheinlich vorbereitet worden durch die zurückgebliebenen Spuren des Manichäismus, der, nachdem seine öffentliche Bekundung vollständig unterdrückt worden war, mit auffallender Hartnäckigkeit noch lange im Geheimen weiterlebte. Im Jahre 563 sah sich das Konzil von Braga im fernsten Teile von Spanien genötigt, die manichäischen Dogmen in einer Reihe von 17 Kanones einzeln mit dem Bannfluch zu belegen. Als ferner in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts ein Bischof für einen in der Nähe von Rom gelegenen Stuhl konsekriert wurde, warnte der Papst, keinen Afrikaner zur Ordination zuzulassen, da die Erfahrung lehre, dass viele von ihnen Manichäer seien. Muratori hat ein lateinisches Verdammungsurteil des Manichäismus gedruckt, das wahrscheinlich etwa aus dem Jahre 800 stammt und zeigt, dass derselbe sogar noch im 9. Jahrhundert verfolgt wurde. Ums Jahr 970 verpflanzte Kaiser Johann Tzimiszes die Paulizianer nach Thracien, von wo sich dieselben mit großer Schnelligkeit über die ganze Balkanhalbinsel ausbreiteten. Als die Kreuzfahrer unter Bohemund von Tarent im Jahre 1097 in Mazedonien ankamen und erfuhren, dass die Stadt Pelagonia ganz von Ketzern bewohnt sei, unterbrachen sie ihren Weitermarsch nach dem Heiligen Grabe so lange, bis sie die Stadt erobert, dem Erdboden gleichgemacht und alle Bürger dem Schwerte überliefert hatten. Ja, das ist eine Geschichte, die viele Leute aus den Kreuzzügen nicht kennen, dass auf dem Weg in das sogenannte Heilige Land, wo sie Jerusalem von den Mohammedanern zurückerobern wollten für den Papst, weil die Mohammedaner sich ja weigerten, das an den Papst zu geben, wie es vorher abgemacht war, dass sie auf dem Weg dahin viele Dörfer und sogar ganze Städte wie Heuschrecken überfallen und die Bewohner vernichtet haben, weil sie eben nicht dem orthodoxen, sprich katholischen Glauben angehörten. Dieses hier ist nur ein Beispiel davon, was wir jetzt gerade eben gelesen haben hier in Pelagonia. In Dalmatien, fährt der Autor fort,
gründeten die Paulizianer den Seehafen Druguria, Trau, welcher der Sitz eines ihrer ersten Bischöfe wurde. Und zur Zeit Papst Innozenz III. Finden wir sie in großer Zahl in dem ganzen sklavischen Gebiet der Halbinsel, wo sie mit ihrem gewohnten Missionseifer ausgedehnte Bekehrungen vornahmen und dem Papste wegen seiner vergeblichen Anstrengungen zu ihrer Unterdrückung viel Sorge bereiteten. So zahlreich auch die Katharer in Westeuropa waren, so sahen sie doch das Hauptquartier ihrer Sekte östlich von dem Adriatischen Meere. Dort entstand unter dem Einfluss der Borgomilen diejenige Form des veränderten Dualismus, welches als die Konkordzerianische bekannt ist, und dorthin pflegte man auch religiöse Streitfragen zur Lösung zu übermitteln. Und was lesen wir in einer Fußnote? Dass die Eidesformeln aus dem 10. Jahrhundert zeigen, dass sich gewählte Bischöfe bei ihrer Konsekration einer Prüfung unterziehen mussten, in welcher sie ein Glaubensbekenntnis abzulegen hatten. Indessen umfasste dies bloß die Glaubensartikel. In gleicher Weise wurde schon seit langer Zeit von den Päpsten ein Glaubensbekenntnis bei ihrer Einsetzung verlangt. Ja, und hier jetzt eben auch von Bischöfen, ne? Von oben nach unten wirkend. Gut, auf Seite 119 fahren wir fort über die Ausbreitung in Westeuropa. Ihre Missionstätigkeit machte sie nach ihrer Niederlassung in Bulgarien auffallend bald auch im Westen bemerkbar. Aber die Quellen für eine genaue Kenntnis jener Zeit fließen äußerst dürftig. Wir müssen uns daher mit einigen gelegentlichen unbestimmten Angaben begnügen. Wenn wir indessen hören, dass Gerbert von Aurillac bei seiner Wahl zum Erzbischof von Reims im Jahre 991 ein Glaubensbekenntnis ablegen und darin erklären musste, dass Satan freiwillig sündigte, dass das Alte und Neue Testament gleiches Ansehen hätten und dass die Ehe und der Genuss von Fleisch erlaubt wäre, so zeigt dies, dass die paulizianischen Lehren schon nach Norden hin bis in die Champagne vorgedrungen waren. In der Tat scheint dort ein Mittelpunkt des Katharismus gewesen zu sein. Denn im Jahre 1000 wurde ein Bauer namens Leutard in Vertus, das ist bei Chalon, das ist heute in der Burgundie, überführt, priesterfeindliche Lehren verbreitet zu haben, die offenbar manichäischen Ursprungs waren. Vom Bischof Liburnius widerlegt, soll er sich vorsichtigerweise in einem Brunnen ertränkt haben. Das Schloss Montvimer in der Nähe von Vertus stand ebenfalls lange in dem üblen Ruf, ein Mittelpunkt der Ketzerei zu sein. Aus derselben Zeit haben wir einen dunklen Bericht von einem Grammatiker Vilgardus in Ravenna, welcher, von Teufeln in der Gestalt des Vergil, Horaz und Juvenal verleitet, die lateinischen Dichter als unfehlbare Führer erklärte und manches lehrte, was im Widerspruch zum Glauben stand. Ja, wir lesen hier, dass er von Teufeln in der Gestalt des Vergil lehrte. Vergil, erinnert ihr euch von meiner Lesung aus Herrscher des Bösen, ne, hatte ich gesprochen, dass der Vergil mit seinen Schreiben ja an der Basis liegt zur Bildung des heidnischen römischen Reiches. Ja. Vergil und dann noch die Schreiben der Sibylliner. Ne, das sind die Grundlagen des heidnischen Roms. Und dieser Vergil wird hier zusammen mit Horaz und Juvenal eben angeführt. Seine Ketzerei war wahrscheinlich manichäisch, denn sie konnte nicht einfach eine blinde Verehrung der klassischen Schriftsteller sein, da bei der mangelhaften Bildung jener Zeit ein solcher Kultus unmöglich größere Verbreitung finden konnte. Vilgardus aber soll in allen Städten Italiens zahlreiche Anhänger gehabt haben, die nach seiner Verurteilung durch den Erzbischof Peter von Ravenna teils durch das Schwert, teils auf den Scheiterhaufen umkamen. Seine Ketzerei verbreitete sich auch in Sardinien und Spanien, wo sie rücksichtslos ausgerottet wurde. Kurz darauf wurden Katharer in Aquitanien entdeckt, wo sie viele bekehrten. Ihre Ketzerei breitete sich im Geheimen auch in ganz Südfrankreich aus, trotzdem man nicht sparsam mit der Verbrennung umging. Im Jahre 1017 wurde sie ein weiter
wurde sie weiter im Norden in Orléans entdeckt, unter Umständen, die allgemeine Aufmerksamkeit erregten. Ein weiblicher Missionar aus Italien hatte die Lehre dorthin gebracht und viele von den hervorragendsten Geistlichen der Stadt fielen ihr zum Opfer. In ihrem Eifer, Proselyten zu machen, schickten sie Sendboten aus und so wurden sie entdeckt. Als König Robert der Fromme davon hörte, eilte er mit der Königin Konstanze nach Orléans und berief ein Konzil der Bischöfe ein, um zu entscheiden, mit welchen Maßregeln man der drohenden neuen Gefahr begegnen sollte. Als man die Ketzer verhörte, machten sie kein Geheimnis aus ihrem Glauben, sondern erklärten mutig, dass sie lieber sterben, als ihn aufgeben wollten. Das Volk war so erbittert gegen sie, dass Robert seine Gemahlin an der Tür der Kirche, in welcher die Versammlung abgehalten wurde, aufstellte, um den Pöbel zu verhindern, sie in Stücke zu reißen, wenn sie herausgeführt würden. Aber Konstanze teilte die Erbitterung ihrer Untertanen, denn als die Ketzer an ihr vorbeikamen, schlug sie den einen, der ihr Beichtvater gewesen war, derartig mit einer Gerte, dass er ein Auge verlor. Sie wurden vor die Mauern der Stadt gebracht und dort angesichts des flammenden Scheiterhaufens abermals aufgefordert zu widerrufen. Sie zogen aber den Tod vor und setzten alle Zuschauer durch ihre unerschrockene Festigkeit in Verwunderung. Die, welche sie anderswo bekehrt hatten, wurden eifrig aufgestöbert und schnell ins Jenseits befördert. Im Jahre 1025 entdeckte man abermals einen Ketzerherd, und zwar diesmal in Lüttich. Aber hier erwiesen sich die Sektierer wenig hartnäckig. Sie versprachen Bekehrung und wurden begnadigt. Zu gleicher Zeit treffen wir in der Lombardei im Schloss Montfort nahe bei Asti ebenfalls Ketzer an. Sie wurden von den benachbarten Adligen und Bischöfen eifrig verfolgt und verbrannt, sobald man ihrer habhaft werden konnte. Aber schließlich ums Jahr 1034, als schließlich ums Jahr 1034 der Erzbischof Heribert von Mailand bei der Visitation seiner Provinz nach Asti kam und von diesen Ketzern hörte, beschied er sie zu sich. Sie kamen ganz willig mit ihrem Lehrer Girardos und der Gräfin von Montfort, die sich gleichfalls der Sekte angeschlossen hatte. Alle bekannten unerschrocken ihren Glauben und wurden von Heribert nach Mailand geführt, wo er sie zu bekehren hoffte. Stattdessen breiteten sie eifrig ihre Ketzerei unter denjenigen aus, die sie im Gefängnis besuchten, bis das erzürnte Volk sie gegen den Willen des Erzbischofs mit Gewalt herauszerrte und ihnen die Wahl zwischen Kreuz und Scheiterhaufen stellte. Einige von ihnen gaben nach, aber die meisten sprangen, das Gesicht mit den Händen bedeckend, in die Flammen hinein und besiegelten ihren Glauben mit dem Märtyrertode. Im Jahre 1045 finden wir Ketzer in Calon. Der dortige Bischof Roger wandte sich an den Bischof Ovazzo von Lüttich mit der Frage, was er mit ihnen anfangen und ob er den weltlichen Arm zu Hilfe rufen sollte, um zu verhüten, dass das Gift das ganze Volk verderbe, worauf der gute Ovazzo erwiderte, man sollte sie Gott überlassen. Denn diejenigen, welche die Welt jetzt als Unkraut ansieht, kann er als Weizen sammeln, wenn die Zeit der Ernte kommt. Die, welche wir für die Gegner Gottes halten, kann er im Himmel über uns stellen. Ovazzo hatte gehört, dass die Ketzer gewöhnlich durch ihre bleiche Farbe entdeckt würden. Tatsächlich hatte man aber in der Meinung, dass die, welche bleich waren, Ketzer sein müssten, auch viele gute Katholiken getötet. Ums Jahr 1051 hatten sich die Ketzer bis nach Deutschland ausgebreitet, wo der fromme Kaiser Heinrich III. In Goslar eine Anzahl von ihnen hängen ließ. Den übrigen Teil des Jahrhunderts hindurch hören wir nur wenig von ihnen, obgleich wir Spuren von ihnen in Toulouse im Jahre 1056 und in Béziers im Jahre 1062 antreffen, und ums Jahr 1100 berichtet man von ihnen, dass sie die ganze Diözese in Agen vergiftet hätten. Und hier in einer Fußnote lesen wir, die geht über zwei Seiten, die Fußnote, Bischof Ovazzos Klage, dass die bleiche Farbe als ein bestimmter Beweis für die Ketzerei angesehen wurde, war durchaus nicht neu. Im 4. Jahrhundert bereits sah man darin ein sicheres Anzeichen für das Vorhandensein der gnostischen und manichäischen Askese, der prälestianistischen
Der Priscillianisten. Priscillianisten, ja, Entschuldigung, das hatte ich jetzt eben verkehrt gelesen. Ja. Und Hieronymus erzählt uns, dass die Orthodoxen, welche bleich von Fasten und Kasteiung waren, als Manichäer gebrandmarkt wurden. Bis zum Ende des 12. Jahrhunderts galt die bleiche Farbe als ein Kennzeichen des Katharismus. So, weiter lesen wir jetzt über die Katharer in Nordfrankreich und auch in Flandern und kommen dann später noch zu Deutschland und England. Im 12. Jahrhundert dauerte das Übel in Nordfrankreich ungeschwächt weiter. Graf Johann von Soissons war als Beschützer der Ketzer bekannt, aber trotzdem ergriff der Bischof Lisiard mehrere und gab das erste Beispiel dessen, was in Folge ganz allgemein wurde, nämlich der Anwendung des Gottesurteils, um die Schuld der Ketzer festzustellen. Hierbei schwamm wenigstens einer von den Angeklagten, als er in das exorzisierte Wasser geworfen wurde, auf der Oberfläche. Der Bischof, nicht wissend, was er mit ihnen anfangen sollte, behielt alle im Gefängnis, während er zum Konzil nach Beauvais in 1114 ging, um seine bischöflichen Mitbrüder um Rat zu fragen. Die Bevölkerung dagegen teilte die Bedenken des Bischofs nicht. In der Furcht, ihrer Beute beraubt zu werden, erbrach sie das Gefängnis und verbrannte die Ketzer während der Abwesenheit des Bischofs. Eine Bekundung heiligen Eifers, die der fromme Chronist lobend erwähnt. Um dieselbe Zeit wurde in Flandern ebenfalls ein Ketzerherd entdeckt. Der Hauptketzer, vor den Bischof von Cambrai gefordert, machte kein Geheimnis aus seinem Verbrechen. Und da er hartnäckig dabei blieb, wurde er in eine Hütte eingeschlossen und diese in Brand gesteckt, worauf er unter Gebeten sein Leben aushauchte. In diesem Falle musste das Volk dem Ketzer ziemlich günstig gewesen sein, denn es erlaubte seinen Freunden, seine Überreste zu sammeln. Dabei fand man, dass er viele Freunde, besonders unter der Zunft der Weber, hatte. Da hatten wir ja vorher schon von gesprochen, was die auszeichnete. Wenn uns um dieselbe Zeit berichtet wird, dass Antichristpapst Paskalis II. Dem Bischof von Konstanz geraten habe, bekehrte Ketzer wieder willkommen zu heißen, so dürfen wir daraus den Schluss ziehen, dass der Irrtum auch bis in die Schweiz gedrungen war. Im weiteren Verlauf des Jahrhunderts tritt die Ketzerei häufiger auf. Im Jahre 1144 finden sich abermals Ketzer in Lüttich, 1153 wieder in Artois, 1157 in Reims, 1167 in Vézelay, wo zugleich ein bedeutungsvoller Versuch stattfand, die weltliche Gerichtsbarkeit der Abtei Sainte-Madeleine zu beseitigen, um 1170 in Besançon und im Jahre 1180 wieder in Reims. Über diesen letzteren Fall in Reims hat uns einer der Schauspieler in diesem Drama, Gervasius von Tilbury, um jene Zeit ein junger Mann und Kanonikus in Reims, anschauliche Züge mitgeteilt. Als er eines Nachmittags im Gefolge seines Erzbischofs Willems ausritt, fiel sein Blick voll Wohlgefallen auf ein niedliches Mädchen, das allein in einem Weinberge arbeitete. Er verlor keine Zeit, seine Liebeswerbung anzubringen, wurde aber zurückgewiesen mit der Erklärung, dass, wenn sie seinen Anträgen Gehör schenke, sie ohne Gnade verurteilt werden würde. Eine so strenge Tugend war ein offenbares Zeichen von Ketzerei, weshalb der Erzbischof, als er herankam, das Mädchen sogleich in Gewahrsam bringen ließ. Denn seiner Meinung nach musste sie zu den Katharern gehören, die Philipp von Flandern eine Zeit lang erbarmungslos verfolgt hatte. Im Verhör gab sie den Namen ihrer Lehrerin an, die ebenfalls sofort verhaftet wurde, und eine solche Vertraulichkeit mit der Heiligen Schrift und eine so vollendete Geschicklichkeit in der Verteidigung ihres Glaubens bekundete, dass man keinen Zweifel hegte, sie sei vom Satan inspiriert. Die besiegten Theologen gaben dem Paar bis zum nächsten Tage Bedenkzeit. Sie blieben hartnäckig gegen Drohungen und Versprechungen und wurden einstimmig zum Scheiterhaufen verurteilt. Hierüber lachte die Ältere und sagte: »Ihr törichten und ungerechten Richter, glaubt ihr, mich in eurem Feuer verbrennen zu können? Ich fürchte weder euer Urteil noch euren Scheiterhaufen.«
Damit zog sie ein Knäuel Garn aus ihrem Busen und warf es aus dem Fenster, indem sie das eine Ende festhielt und ausrief: »Nehmt es!« Das Knäuel flog in die Luft, die alte Frau folgte und ward nicht mehr gesehen. Das Mädchen blieb zurück, und da es unempfindlich blieb, sowohl gegen Versprechungen von Reichtum wie gegen Androhungen von Strafe, wurde es regelrecht verbrannt. Seine Qual ertrug es heiter und ohne Stöhnen. Sogar in der fernen Bretagne zeigte sich der Katharismus im Jahre 1208 zu Nantes und Saint-Malo. In Flandern erscheint die Ketzerei tiefe Wurzeln geschlagen zu haben unter den Gewerbetreibenden und Zünftlern, die ihre Städte schon zu frühen Mittelpunkten des Reichtums und des Fortschritts gemacht hatten. Nachdem eine Synode zu Reims sich noch im Jahre 1157 mit Entschiedenheit gegen die Katharer ausgesprochen hatte, fand im Jahre 1162 der Erzbischof Heinrich von Reims bei einer Visitation Flanderns, welches zu seiner Provinz gehörte, dass der Manichäismus dort in erschreckender Ausdehnung herrschte. Bei der vorhandenen Unklarheit und Unsicherheit des kanonischen Gesetzes hinsichtlich der Behandlung der Ketzerei erlaubte er denen, die er ergriff, an Alexander III., damals in der Touraine, zu appellieren. Der Antichrist neigte zur Gnade, zum großen Missfallen des Erzbischofs und seines Bruders Ludwigs VII., der die Ergreifung strenger Maßregeln anriet und behauptete, dass die Angeklagten für ihre Freigabe das riesige Lösegeld von 600 Mark angeboten hätten. Wenn dem so war, musste die Ketzerei bis in die oberen Klassen der Gesellschaft gedrungen sein. Woher sollten sie sonst das Geld haben, ne? Trotz der Humanität Alexanders war die Verfolgung doch scharf genug, um viele Ketzer zu vertreiben. Einige treffen wir später in Köln wieder. 20 Jahre später stellte sich heraus, dass das Übel noch immer zunahm. Da verband sich der Graf Philipp I. von Flandern, der später seinen Eifer für den Glauben durch seinen Tod in Palästina bekundete, mit dem Erzbischof Willem von Reims, um sie mit allem Nachdruck zu verfolgen. Nach der Schilderung derselben umfassten sie alle Klassen, Adlige und Bauern, Kleriker, Soldaten und Handwerker, Jungfrauen, Frauen und Witwen, und viele von ihnen wurden verbrannt, ohne dass man der Pestilenz ein Ende machen konnte. Die deutschen Gebiete blieben verhältnismäßig frei von der Ketzerei, obgleich die Nachbarschaft zwischen den Rheinlanden und Frankreich zu vereinzelten Ansteckungen Anlass gab. Ums Jahr 1100 hören wir von einigen Ketzern in Trier, die, wie es scheint, ohne Bestrafung davongekommen sind, obgleich zwei von ihnen Priester waren, und im Jahre 1200 wurden dort 8 weitere gefunden und verbrannt. Im Jahre 1145 entdeckte man eine Anzahl in Köln, von denen einige verhört wurden. Aber während der Untersuchung brach die ungeduldige Bevölkerung, die ihres Schauspiels beraubt zu werden fürchtete, ein, führte die Schuldigen weg und verbrannte sie ohne weiteres, ein Schicksal, das sie nicht nur mit Geduld, sondern sogar mit Freude ertrugen. Es muss um diese Zeit eine Kirche der Katharer zu Köln gegeben haben, da einer von den Märtyrern als ihr Bischof bezeichnet wird. Im Jahre 1163 wurden flüchtige Opfer der flämischen Verfolgung zu Köln angetroffen, 8 Männer und 3 Frauen, die in einer Scheune Zuflucht gesucht hatten. Da sie mit niemandem Umgang pflogen und die Kirchen nicht besuchten, so hielten ihre christlichen Nachbarn sie für Ketzer, ergriffen sie und brachten sie vor den Bischof. Also christlichen Nachbarn, wir sprechen hier über Katholiken, ne? Hier bekannten sie mutig ihren Glauben und erduldeten den Feuertod mit der dieser Sekte eigentümlichen heiteren Entschlossenheit. Um dieselbe Zeit hören wir von anderen, die in Bonn verbrannt wurden. Aber damit ist auch die Liste der deutschen Ketzerei erschöpft. Missionare drangen nach Ungarn, Italien und Flandern vor. Man findet sie ferner in der Schweiz, in Bayern, Schwaben und Sachsen. Aber sie bekehrten nur wenige. England wurde gleichfalls von der Ketzerei heimgesucht. Kurz nach der Verfolgung in Flandern entdeckte man dort im Jahre 1160 30 Bauern, Männer und Frauen von deutscher Abkunft und Sprache, wahrscheinlich Flamänder, also Flamen, die, um dem frommen Eifer Heinrichs zu entgehen, von Reims geflohen und gekommen waren, um ihre Irrtümer auszubreiten. Sie bekehrten nur eine Person,
eine Frau, die sie in der Stunde des Verhörs im Stich ließ. Die übrigen blieben fest, als Heinrich II. Damals in den Streit mit Thomas Becket verwickelt, die Bischöfe zu einem Konzil, bei dem er den Vorsitz führte, im Jahre 1160 nach Oxford berief, um über ihren Glauben zu entscheiden. Hier wird ganz beiläufig die wichtige Geschichte Heinrich II., also des englischen Königs Henry II., mit dem Streit mit Thomas Becket erwähnt. Thomas Becket, der inzwischen ein Heiliger in der römisch-katholischen Kirche ist. Ja. Ein sehr interessanter Streit. Ich habe da mal ein paar Sendungen drüber gemacht in Hour of the Truth, für diejenigen, die Englisch sprechen, wo ich den Robert Newman aus England als Gast hatte, der sehr bewandert ist in dem englischen Recht und in der englischen Geschichte. Und da haben wir mal darüber gesprochen, über Henry II. Und Thomas Becket und worum es damals ging. Ich kann das jetzt nicht alles hier mit reinbringen und das hat auch nicht mit diesem Buch hier zu tun. Aber interessant, wie hier so ganz nebenbei mal eben erwähnt wird, dass damals Henrich II. In einen Streit mit Thomas Becket verwickelt war und sich deswegen weniger mit der Sache, die wir hier lesen, beschäftigen konnte und stattdessen im Jahr 1160 den Vorsitz nach Oxford berief, um über ihren Glauben zu entscheiden. Ja, der Autor fährt fort und sagt, sie gaben ihn offen zu, wurden zur Geißelung verurteilt, mit einem Schlüssel im Gesicht gebrandmarkt und fortgejagt. Die Wichtigkeit, welche Heinrich der Sache beilegte, geht daraus hervor, dass er bald darauf in der sogenannten Assise von Clarendon, 1164, die publiziert wurde in 1176, durch einen besonderen Artikel einem jeden bei Strafe, dass ihm das Haus niedergerissen würde, verbot, Ketzer bei sich aufzunehmen. Gleichzeitig verpflichtete er alle Sheriffs eidlich zum Gehorsam gegen dieses Gesetz und ließ die Verwalter der Barone, alle Ritter und Freisassen dasselbe schwören. Dieses ist das erste weltliche Ketzergesetz, das seit dem Ende des Römischen Reiches erlassen wurde. Die Standhaftigkeit, mit welcher die Unglücklichen ihr Martyrium erduldeten, habe ich schon erwähnt. Bis auf die Mitte des Körpers entblößt, gründlich gegeißelt, auf der Stirn gebrandmarkt und dann schutzlos zur Winterzeit hinaus aufs Feld getrieben, so kamen sie alle, einer nach dem anderen, schnell und elend um. England bot der Ketzerei keine gastliche Stätte, wie wir hören, wenig mehr davon. Gegen Ende des Jahrhunderts fand man einige Ketzer in der Provinz York. In den ersten Jahren des nächsten Jahrhunderts wurden einige in London entdeckt. Nur einer wurde verbrannt. In Wirklichkeit blieb die Orthodoxie Englands rein bis zum Auftreten Wycliffes. John Wycliffe, ja, der Morgenstern der Reformation, wie man ihn auch kennt. In Wirklichkeit blieb die Orthodoxie Englands rein bis zum Auftreten Wycliffes. Das heißt, bis Wycliffe auftrat im 14. Jahrhundert, herrschte der Katholizismus auch in England. So ist dieser Satz zu verstehen. Natürlich war Italien als der Kanal, durch welchen die bulgarische Ketzerei nach dem Westen gelangte, von dieser Lehre sehr stark angesteckt. Mailand stand in dem Rufe, der Mittelpunkt zu sein, von wo aus die Missionare in andere Länder geschickt wurden. Hier kam auch der Name Patharina auf, der bald bei den Völkern Europas für die Katharer gebräuchlich wurde. Hier tauchen wir in eine sehr ausgebreitete Fußnote eben ein. Hier lesen wir, die Bezeichnung der Ketzerei sind überaus mannigfaltig. Die Bezeichnungen der Ketzerei sind überaus mannigfaltig. Was lese ich denn hier? Die Sektierer nannten sich selbst Kathari, das heißt die Reinen. Über den Ursprung des Namens Patharina ist viel gestritten worden. Es scheint jedoch nicht zweifelhaft, dass er um die Mitte des 12. Jahrhunderts aufkam, und zwar während der Bürgerkriege, die durch das Bestreben der Päpste den mailändischen Geistlichen das Zölibat aufzuzwingen, hervorgerufen wurden. In den romanischen Dialekten bedeutet Pates altes Leinen. Die Lumpensammler werden in der Lombardei Patari genannt
und das von ihnen in Mailand bewohnte Viertel war bis ins letzte Jahrhundert hinein als Pataria oder Contrada del Patari bekannt. Also wir sprechen dann hier vom Ende des 18. Jahrhunderts. Sogar heute noch gibt es in italienischen Städten Viertel oder Straßen jenes Namens. In den Streitigkeiten des 11. Jahrhunderts hielten die Papisten geheime Versammlungen in der Pataria und wurden von ihren Gegnern verächtlich Patarina genannt. Ein Name, der schließlich von ihnen anerkannt und angenommen wurde. Da die päpstliche Verurteilung der Ehe der Geistlichen als Manichäismus gebrandmarkt wurde und da die Päpstlichen von den geheimen Ketzern, den Anhängern des Gerardus von Montfort, unterstützt wurden, so war es nicht unnatürlich, dass der Name auf die Katharer in der Lombardei übertragen wurde, von wo er sich aus ganz Europa ausbreitete. Auch in Italien wurde das Wort Katari zum Volk in Gasari verstümmelt, gebräuchlich und war schließlich eine Bezeichnung für alle Ketzer. Die Beamten der Inquisition bekamen den Spottnamen Casagasari oder Katharerjäger und sie nahmen sogar selbst die Bezeichnung an. Der Name lebt heute noch fort in der deutschen Bezeichnung Ketzer. Wegen ihres bulgarischen Ursprungs waren die Katharer als Bulgari, Bugari, Bulgri, Bugris bekannt. Ein Wort, das sich mit schimpflicher Bedeutung in der englischen, französischen und italienischen Sprache erhalten hat. Wir haben gesehen, dass die Katharer wegen der großen Anzahl Weber, die sich unter ihnen befanden, in Frankreich als Texerans oder Textores bekannt waren. Der Ausdruck Speronisten rührt her von Robert de Speron, dem Bischof der französischen Katharer in Italien. Die Kreuzfahrer, welche die Paulizianer im Osten antrafen, brachten das Wort mit nach Hause in der verstümmelten Form Publicani oder Popelicaner. Mehr örtliche Bezeichnungen sind Pifili oder Pifres, im Sinn Telonari oder Deonari. Der Ausdruck Albigenser, von der Gegend Albi, wo sie zahlreich waren, wurde zuerst von Gottfried von Vigeois im Jahre 1181 gebraucht und wurde während des Kreuzzuges gegen Raimund von Toulouse allgemein gebräuchlich. Die verschiedenen Sekten, in welche die Katharer zerfielen, waren weiter bekannt unter den besonderen Namen Albanesen, Konkurrezaner, Bagnolesen etc. In der Amtssprache der Inquisition des 13. Jahrhunderts bezeichnet Hereticus stets Katharer, während die Waldenser mit diesem besonderen Namen bezeichnet werden. Der Angeklagte wurde gefragt, super facto hereses vel Valdelsia. Und da endet die fast zweiseitige Fußnote hier. Also. Natürlich war in Italien, als der Kanal, durch welchen die bulgarische Ketzerei nach dem Westen gelangte, von dieser Lehre sehr stark angesteckt. Mailand stand in dem Rufe, der Mittelpunkt zu sein, von wo aus die Missionare in andere Länder geschickt wurden. Hier kam der Name Patarina auf, der bald bei den Völkern Europas für die Katharer gebräuchlich wurde. Doch die Päpste, in einem Kampf auf Leben und Tod mit dem Reiche verwickelt und nicht selten freiwillig oder unfreiwillig fern von Rom, schenkten ihnen während des 12. Jahrhunderts wenig Beachtung. Und die uns überlieferten Spuren ihrer Existenz sind nur dürftig, reichen aber hin, um zu zeigen, dass sie zahlreich waren und in dem Bewusstsein ihrer wachsenden Stärke sogar aggressiv vorgingen. So erlangten sie im Jahre 1125 zu Orvieto tatsächlich eine Zeit lang die Herrschaft, wurden aber nach einem blutigen Kampfe von den Orthodoxen, also Katholiken, unterworfen. Im Jahre 1150 wurde der Kampf wieder aufgenommen von Diotisalvi von Florenz und Gerardo von Massano. Aber es gelang dem Bischof, sie zu vertreiben. Zwei weibliche Missionare, Melita von Montemiano und Giulita von Florenza,
traten an ihre Stelle. Die Frömmigkeit und Nächstenliebe derselben gewann die Achtung der Geistlichkeit und die Sympathie des Volkes, bis die Ketzerei im Jahre 1163 entdeckt, viele ihrer Anhänger verbrannt und gehängt und die übrigen verbannt wurden. Ja? Also viele ihrer Anhänger verbrannt und gehängt und die übrigen verbannt wurden. Doch kurz darauf unternahm es Peter de Lombarde abermals, sie auszubreiten, und es gelang ihm, eine zahlreiche Gemeinde mit vielen Adligen zu bilden. Gegen Ende des Jahrhunderts wurde der heilige Peter von Parenzo kanonisiert aufgrund seiner strengen Unterdrückungsmaßregeln, wegen deren ihm die Ketzer zur Vergeltung im Jahre 1199 das Leben genommen hatten. Vergebens erließ Lucius III., unterstützt von Friedrich Barbarossa, 1184 vom Konzil von Verona aus das strengste Edikt, das je gegen die Ketzerei gegeben wurde. Später erzählt er mit Entrüstung, wie das Volk von Rimini den Podesta verhinderte, den darin vorgeschriebenen Eid abzulegen, worauf die Paterina, welche aus der Stadt ausgewiesen waren, schleunigst dorthin zurückkehrten und ungestört daselbst wohnten. Eine Tatsache, angesichts deren er mit einem Interdikt drohte, wenn das Edikt nicht binnen 30 Tagen durchgesetzt sei. Diese Tatsachen mögen als Beispiel gelten für den in vielen italienischen Städten geführten Kampf, in dem sich so recht die hartnäckige Lebenskraft der Ketzerei zeigte. Bei dem politischen Zustand Italiens, das in zahllose tatsächlich unabhängige, von beständigen äußeren und inneren Kämpfen zerrissene Gemeinwesen zerfiel, waren allgemeine Unterdrückungsmaßregeln fast unmöglich. Die Ketzerei blühte, in der einen Stadt durch krampfhafte Anstrengungen unterdrückt, anderswo wieder auf, um, sobald der Sturm vorbei war, neue Missionare und neue Märtyrer zu liefern. So wuchs sie beständig, trotz ihres wechselvollen Geschicks. Die ganze nördliche Hälfte der Halbinsel von den Alpen bis zum Patrimonium St. Petri war von ihr durchsetzt. Sogar bis tief hinab nach Kalabrien war sie anzutreffen. Als Antichrist Papst Innozenz III. Im Jahr 1198 den päpstlichen Thron bestieg, begann er sofort eine eifrige Tätigkeit an ihrer Ausrottung zu entfalten. Und hier werde ich die Lesung eben stoppen, weil mit Antichrist Papst Innozenz III. Haben wir den Papst jetzt im Bilde, der uns die Bulle Unam Sanctam brachte. Ach nee, ist ja gar nicht wahr. Ach, jetzt irre ich mich eben. Das war 1302 und nach 1198 kommt erst mal 1200 und. Innozenz der Dritte, 1198, der den päpstlichen Thron bestieg, dem haben wir die Inquisition zu verdanken, die dann Anfang des 13. Jahrhunderts begann. So war das, war ich eben in meinem Kopf ein wenig schief gewickelt. Und darüber werden wir dann halt nächstes Mal weiterlesen, über den Innozenz den Dritten und die Ausbreitung halt von Italien dann halt nach Südfrankreich noch zu und die weitere Entwicklung der Katharer, weil das Kapitel ist noch eine Weile weiter zu lesen über die Katharer. Bis zur Seite 142 geht's und wir sind jetzt auf Seite 128. Also wir haben noch 14 Seiten vor uns und treffen jetzt in der nächsten Lesung halt Antichrist Papst Innozenz den Dritten, der 1198 den päpstlichen Thron bestieg und der Anfang des 13. Jahrhunderts die Inquisition im damals Römischen Reich eingeführt hat. Die Inquisition gegen die Ketzer. Und wie wir sehen, sind die Katharer natürlich keine rein bibeltreuen Christen. Das ist in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz sind sie verfolgt gewesen von der römisch-katholischen Kirche. Es sind ja nicht nur reine, pure, bibelgläubige Protestanten verfolgt worden. Die Katharer haben natürlich eine Irrlehre damit drin. Das ist ganz richtig. Das will ich auch gar nicht beschönigen. Aber nichtsdestotrotz sagt unser Herr nicht, dass wir eben diejenigen, die eines anderen Glaubens sind, deswegen mit dem Leben verfolgen sollen und sie steinigen, kreuzigen, verbrennen, häuten oder sonst etwas tun sollen, wie es die römische Kirche und die kommende Inquisition ständig gemacht hat.
Da hatten wir ja auch gerade von gelesen, zu welchen Mitteln die gegriffen haben. Aber damit beschäftigen wir uns dann in der nächsten, in der 14. Lesung des fantastischen Buches von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter, wozu ich euch dann herzlich einlade, zurückzukommen. Bis dahin, Maranatha!